Guten Morgen, meine Damen und Herren. Endlich habe ich frei. Ja, da ist Kaffee drin. Äthiopier. Nein, diesmal ist es ein Mexikaner. Neben dem äthiopischen und dem kolumbianischen Kaffee ist der mexikanische Kaffee eines von insgesamt drei Kaffeesorten, die es bei mir an Bord meines Busses geschafft haben. Zum Kaffee haben meine Fahrgäste auch die Wahlmöglichkeit zwischen zwei bis drei exquisiten Keksen oder können sich auch gerne eines dieser wunderbaren Schokotäfelchen zum Kaffee dazu nehmen. All das stammt hier aus dem sogenannten Fairhandel. Der Grund dafür ist recht einfach. Die Qualität von diesen Kaffees, diesen Keksen, diesen Schokotäfelchen ist einfach stimmig und genügt den Ansprüchen meiner Fahrgäste. Seit meiner Fahrt nach Sommerhausen biete ich inzwischen auch Internetzugang an, und zwar mit Hilfe dieser kleinen mobilen LTE-Box eines namhaften Internetanbieters. Ich bin auch des Öfteren von meinen Fahrgästen gefragt worden, um die Möglichkeit, das Handy zu laden. Nun, da gab es bis dato immer wieder Probleme, denn ein 220-Volt-Anschluss existiert im Bus im Allgemeinen nicht. Und so kam ich vor nicht allzu langer Zeit auf diese Lösung. Für all diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, das ist eine sogenannte Powerbar, also ein externer Akku, mit denen ihr zum Beispiel euer Handy, euer Smarty oder auch euer Tablet-PC laden könnt. Und von diesen Powerbars habe ich mir insgesamt zwei gekauft. Jede dieser Powerbars hat insgesamt zwei USB-Anschlüsse, ich zeige es euch mal. Und zwar nämlich einmal einen langsameren und einen weiteren USB-Anschluss für alle die Herrschaften, die es ein bisschen eiliger haben. Sowohl Internetzugang als auch die Powerbars biete ich gegen einen kleinen Obolus an, so dass ich am Beispiel der Powerbars aus dem Erlös heraus alsbald wie möglich neue Powerbars euch zur Verfügung stellen kann. Denn mit jedem Ladezyklus verringert sich ja auch die Kapazität der Powerbars. Ja, aber nicht nur technisches Equipment und Kaffee biete ich an, sondern selbstverständlich auch kühle Getränke. Das sind beispielsweise diverse Limonaden. Das ist auch Wasser mit mittlerem Kohlensäuregehalt oder auch Wasser ohne Kohlensäure. Cola von eines der beiden größten Hersteller sowie diverse andere gekühlte Getränke. Besonders bei Mehrtagesfahrten biete ich neben diesen Getränken auch eine großzügige Auswahl an Snacks an. Jedoch nicht dieser übliche Junkfood wie geröstete Erdnüsse oder Chips, sondern vielmehr so Dinge wie Joghurt in verschiedenen Geschmacksrichtungen oder auch eine Vielzahl an Früchten, von deren Qualität ich mich zuvor überzeugt habe. Nur um mal zwei von mehreren Beispielen herauszugreifen. Besonders bei Mehrtagesfahrten bin ich es gewohnt, auch Reisespiele anzubieten. Das ist das Übliche wie für unsere kleinen Fahrgäste Quartett oder Schwarzer Peter, aber auch für die Älteren, für Jugendliche und auch den älteren Fahrgästen, wie zum Beispiel Pokerkarten oder auch sehr beliebt Rommekarten.
sowie auch Skatkarten oder wie wir in Bayern zu sagen pflegen, Schafkopf. Diverse Würfelspiele inklusive Becher und Gewinnblock. Aber auch die Spiele Klassiker wie zum Beispiel Mensch, ärger dich nicht in der Reisevariante fehlen hier natürlich nicht. Für all diejenigen unter euch, die es ein bisschen akademischer lieben, richtig, Magnetschach. Zudem habe ich mir erlaubt, heuer weitere Reisespiele hinzuzukaufen, das Angebot erweitern, zu ergänzen. Da habe ich in diesem Fall für unsere kleinsten Fahrgäste Filzstifte. Und um die Verletzungsgefahr so gering wie möglich zu halten, habe ich Filzstifte mit einer Mindestdicke von 3 mm gewählt. Ebenso neu ist dieses Spiel, das nennt sich Tricky Fingers. Wie das genau gespielt wird, das erkläre ich euch gerne auf Nachfrage. Aber auch Outdoor-Spiele sind bei mir an Bord, ganz neu hier auch. Das ist auch eigentlich ein Klassiker, ne? Hüpfsäcke. So können sich unsere kleinen Fahrgäste oder auch unsere jüngeren Fahrgäste sich verstärkt körperlich betätigen, was ja auch besonders interessant ist bei langen Fahrten, wie beispielsweise irgendwo nach Italien, Frankreich oder weiter entfernte Ziele innerhalb Deutschlands. Ebenfalls ein treuer Begleiter ist dieses Handfederballspiel. Es wird, wie erwähnt, mit den Händen gespielt, normalerweise zu zweit. Das letzte Mal haben wir es auch mit 40 Leuten gespielt, das ist gar kein Problem. Dieses Spiel stammt von einem großen deutschen Spielehersteller. Er nennt es Peteka. Von einem anderen renommierten deutschen Spielehersteller, der das selbe herstellt, läuft es dann unter der Bezeichnung Indiaka. Wenn ihr eure Buchungen abgibt, dass ihr sagt, wir möchten gerne wo auch immer hinfahren, so ist es empfehlenswert, wenn ihr beispielsweise folgende Angaben macht: die genaue Adresse eures Reiseziels, das bedeutet die Übernachtungsmöglichkeit, zu der ihr hinwollt, inklusive Straße und Hausnummer. Das ist besonders interessant, wenn es zum Beispiel nach Wien geht, denn Wien ist nicht in Stadtteile eingeteilt, sondern in Bezirke. Und so kommt es vor, dass ein Straßenname bis zu 4-mal existiert. Ebenfalls sehr nützlich ist es, wenn ihr ein Reiseprogramm habt, dies ebenfalls benennt, sowie auch die Art der Reisegruppe. Seid ihr Geschäftsleute oder seid ihr eine gemischte Gruppe? Ist es Vereinsmeierei? Und auch natürlich den Anlass der Reise. Warum muss ich das wissen? Warum möchte ich das wissen? Der Grund ist auch hier ganz einfach, denn ich möchte euch einen möglichst maßgeschneiderten Service anbieten, sodass ihr auch entsprechend Freude und schöne Zeit bei mir an Bord meines Busses und bei eurer Reise habt. Für mehr Informationen könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ihr werdet auch noch mehr diesbezüglich sehen bei eines der nächsten Videostreams. So wünsche ich euch auch weiterhin eine schöne Zeit und auch viel Spaß mit den nächsten Videostreams, die ich euch gerne als bald wie möglich anbieten möchte. Also dann, sehen wir uns bald wieder. Es ist der Kaffee kalt.